Das und wir hoffen auf gute Beobachtungsmöglichkeiten und einen ebensolchen Einkauf. Natürlich möchte ich auch begrüßen Albert Spreer. Das ist der Häuptling des Gestütes Spreer. Albert, schön, dass du unter uns weilst. Und seid ihr sicher, wir haben von hier oben alles schärfstens unter Beobachtung. Im Visier quasi. So, wir sind schon in der grundsätzlichen Beurteilung des Schritts bei Bohemien und Fürst Samarant. Als die dritte Paarung im ersten Longierring, wenn man das so ausdrücken darf, verehrte Gäste, darf ich im Zirkel 1 den Hengst mit der Kopfnummer 40 begrüßen. Bon Courage, schon mit einem fulminanten Auftritt am heutigen Pflastermorgen. Und im zweiten Zirkel begrüßen wir die Katalognummer 45. Von Glockstream Boy aus der Evita vom Ehrentanz 1. Liebe Gäste, an der Videowand für Sie natürlich nochmal erkennbar, ebenso im Abdruck des Kataloges Geburtsdaten, durchaus in der körperlichen Beurteilung eines Junghengstes vonnöten und Hilfe, genauso natürlich Farbigkeit sowie die entsprechend eingemessene Körpergröße. Nehmen Sie davon bitte gerne Kenntnis. Dr. Frank Klato aus Osterburg. Herr Klako hat diesen Hengst gezogen und besitzt ihn auch noch. Die Mutter, besonders wertvoll mit zwei gekürten Söhnen. Da ist natürlich Dream Royal zu erwähnen, der Siegerhengst der DSB-Hengsttage des letzten Jahres. Das ist schon mal eine ganz besondere Visitenkarte aus einer Siegerhengstmutter, erneut hier mit einem tollen Nachwuchs aufwarten zu können. Immendorf, ein Askas Ibiza-Sohn, der ebenfalls für die Mutterlinie spricht. 6 sporterfolgreiche Nachkommen allein aus der zweiten Mutter. Dabei einige, und zwar Queen Rubin vom Quadroneur und Quando Queen vom Quarterback. Klasse. Auch die Mutter, die dritte. Die hat 2 gekürte Söhne, also sie können über die Dominanz in diesem Mutterstamm ziemlich wenig Zweifel erhaben sein lassen. Dieser DSB-Mutterstamm, der da auf die Stute Donatella vom Duell 2 ganz weit in der Ahnenfolge zurückführt, liefert auch mit Best Secret vom Belantis einen weiteren gekürten Hengst.
Und Dream Boy, maskulin, körperlich bestens vorgebildet, an die Evita vom Ehrentanz und Florestan. Das Gestüt Greim zeigt uns hier einen Junghengst ganz besonderer Güte. Auch hier ist es so, dass die Mutter in Aufbauprüfungen des Dressursports bis zur Klasse L siegreich war. Das ist für eine Zuchtstute schon eine sehr, sehr gute und beachtliche Referenz. Und wenn sie dann auch noch drei, liebe Gäste, drei gekürte Hengste zu liefern in der Lage ist, darunter unter anderem Fusionist, der über das Landgestüt und die Station Pape in Kooperation fusionierend, wie der Name schon sagt, angeboten wird, dann ist das schon von ganz großer Vorzüglichkeit. 8 sporterfolgreiche Nachkommen verzeichnet die Mutter in ihrem Leistungspedigree. Die zweite Mutter, auch diese, ist auf der dressursportlichen Bühne überprüft worden und ist danach in der Zucht mit 6 sporterfolgreichen Kindern aufgetreten. Das gleiche in der dritten Mutter. Sehen Sie selbst, liebe Gäste, das statistische Erfolgskonto ist prall gefüllt. Und natürlich Dussolier zu erwähnen, der Caprio-Sohn oder unter anderem auch World of Music, ein Worldly, der International Grand Prix siegreich war, an den ich mich noch gut erinnern kann. Auch in der Junge Reitertour international platziert und vorne, sowohl bei den Junioren als auch dann im Folgenden bei den jungen Reitern, Future Cup vom Florestan als ein gekürter Hengst dieser Sippe. Die 45, Dream Boy. Dankeschön. Bitte zum ein Aufruf. Die beiden Fahrzeuge oder 2 Fahrzeuge stehen ungünstig oder anders günstig, aber für den Ablauf dieser Veranstaltung ungünstig. Als da sind Wiesbaden, WIHE 1332. Wiesbaden, HE 1332. Und Steinfurt, ist das so? STHN 800. STHN 800, bitte sind Sie so freundlich und dem Ablauf der Veranstaltung hilfreich und parken Ihre Fahrzeuge anderswo. Dankeschön. Jawohl, da gibt es schon Enthusiasmus. Das freut uns sehr und ist natürlich jederzeit herzlich willkommen. Genauso willkommen wie nach einer kurzen Pause für die Bodenpflege dann die Katalognummern 42 und 49 sind.